Willkommen zu einer neuen Folge auf Junksies Corner. Heute haben wir wieder mal ein ganz anderes und besonderes Stück Hardware im Blickfeld. Und zwar das Jaguar CD-Laufwerk. Das ist noch, das ich nach einiger längerer Suche endlich erhalten habe. Und das ist dieses schöne kleine Gerät hier. Das Jaguar CD-Laufwerk, das ist 1995 herausgekommen, wurde von Atari recht lange versprochen, aber naja, wie so manche Versprechen von Atari kam es halt sehr spät auf den Markt. Wie man sieht, ist es relativ einfach gebaut. Hier unten ist der Anschluss für den Cartridge-Port und wie man oben sehen kann, ist der Cartridge-Port auch durchgeführt, so dass man das Jaguar CD-Laufwerk nicht abnehmen muss, um auch die Cartridges vom Jaguar abspielen zu können. Das Jaguar CD-Laufwerk wurde von Philips gebaut in USA und angeblich gab es einen Auftrag von 20.000 Stück für das Gerät und leider war das wahrscheinlich auch der einzige Auftrag. Das, was noch zum Jaguar CD-Laufwerk dazugehört, was ich leider noch nicht habe, ist noch ein das Memory Track Modul, mit dem man Spielstände abspeichern kann. Dann ist es so, dass das Jaguar CD-Laufwerk aufgrund von ein paar Besonderheiten leider nicht nachgebaut werden kann. Das hat zum großen Teil zu tun mit der sogenannten ja, mit einem Programm, das von Jack Minter stammt, der dann auch später noch für andere Sachen zuständig war. Das ist die sogenannte VLM, die Virtual Light Machine. Und diese Software, die spielt Lightshows ab, wenn man eine CD einlegt. Und man erkennt auch, dass das Jaguar CD-Laufwerk angeschlossen ist. Wenn man eine CD einlegt, startet das anders, gibt es einen anderen Startbildschirm. Genau, es wurden im Laufe der Zeit nur 11 Jaguar CDs entwickelt, original. Es wird aber immer wieder noch Geräte, also Spiele nachgebaut oder nachproduziert. Homebrews, hier gibt es einige gute Geräte. Ich schließe jetzt das mal an und dann zeige ich euch mal, wie das ausschaut, wenn es startet. So, wie ihr hier sehen könnt, ist jetzt das Jack CD angeschlossen. Hier muss man immer etwas vorsichtig sein. Das muss wirklich gut eingerostet sein, hier hinten und hier vorne ist eine Nase. Das muss alles gut fest drin sein. Sonst, das merkt man dann daran, dass man nicht einschalten kann. Weil wenn man dann hier einschaltet, dann leuchtet nichts, wenn das nicht richtig angeschlossen ist. Ich habe jetzt hier schon eine CD eingelegt. Hier ist noch ein kleiner Tipp. Das ist nur eine Spindel. Also wenn man die CD einlegt, nicht runterdrücken, sondern einfach nur auflegen und am besten wieder hier, wo steht Close hier, auch nur hier zudrücken. Mein Jaguar ist jetzt ein ganz normaler. Hab nur ein Joypad jetzt dran und ist mit SCART-Anschluss. Genau, ich schwenke jetzt mal auf den Fernseher und dann schalte ich mal ein. Ich habe jetzt hier eine selbstgebrannte CD drin von einem Homebrew-Spiel. Von Reboot. Man sieht jetzt, hat jetzt hier den anderen Einschaltbildschirm gesehen. Das ist der Unterschied, wenn das Jack CD angeschlossen ist. Ansonsten geht jetzt halt alles seinen Gang wie sonst auch. Das Spiel wird geladen. Genau. Ansonsten gibt es jetzt keine Unterschiede mehr. Es ist halt wesentlich einfacher, ein Jaguar CD-Spiel herzustellen, als wie eine sehr aufwendige Cartridge, wo die Platinen gemacht werden müssen, die ROMs gebrannt werden müssen und ja, der Aufwand wesentlich höher ist als hier bei der CD.
Es werden demnächst auch noch ein paar Spiele erscheinen für das Jack CD. Unter anderem gibt es von Orion wird sein Spiel Filia auch auf CD jetzt veröffentlicht, wo sie das bisher nur für PC und Falcon gegeben hat und Mac. Genau, also hier gibt es einige Sachen. Es gibt auch einige Spiele im Internet, Homebrews, die man nur runterladen muss, wo es CD-Images gibt, die man dann eben auf die CD brennen kann, damit man mit dem Jack CD spielen kann. Genau. Das war es eigentlich zum Jack CD, eines der Highlights, die ich in meiner Sammlung noch gesucht hatte. Und jetzt schaue ich mal, dass ich noch ein paar Spiele dafür sammeln kann. Okay, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und ja, wieder mal auf Junksies Corner.